Die Sache sah doch ernster aus. Die beiden Artikel waren wohl berechnet, die Leute aufzupeitschen. Ohne Grund macht man aus einer kleinen Notiz, die wahrlich keine polizeiliche Denunziation bedeuten konnte, keinen Artikel und stellt einen Junker an den Pranger. Also um 6 heute Abend wollt ihr den Bazi holen? Ja, heute Abend um 6 Uhr. In der Pension Döring am Siegestor angekommen, erbat sich Sebottendorf von dem Inhaber Hornstein den Schlüssel zur Hintertür des Hauses, durch die man in den Hof des Serenissimus gelangen konnte. Heute Abend bekomme ich Besuch, Herr Hornstein. Die Spartakusleute wollen mich holen. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie mich bei der Haussuchung dabei sehen. Machen Sie doch keine Dummheiten, Herr Baron. Nein, nein, ich mach schon keine. Pünktlich um 6 Uhr erschien auf 2 Lastautos republikanische Schutzwehr, begleitet von einigen Leuten der Sektion Schwabing. Ihnen schloss sich Sebottendorf an. Man beschlagnahmte einige Runenmanuskripte, ein paar belanglose Briefe und da man gerade im Hause war, wurden die anstoßenden Zimmer mit untersucht. Eines dieser Zimmer wurde von der Baronin Mikusch bewohnt, deren Sohn während des Krieges in Haydar Pascha Bahnhofskommandant war. Das Bild des Baron Mikusch in türkischer Uniform stand auf dem Schreibtisch der Mutter. Es war Sebottendorf bekannt, dass sich der Hauptmann Mikusch in der Tschechoslowakei befand. Als die Soldaten das Bild sahen, rief einer: »Das ist der Sebottendorf!« »Ganz recht, er ist ein Türke«, meinte ein anderer. Ein dritter, der hinzudrängte, fiel ein: »Und am Monokle trägt er auch der Bazi!« »Wisst ihr, das Bild muss konfisziert werden, und da jeder muss es in der Tasche haben, damit wir den Bazi endlich erwischen«, hetzte Sebottendorf. »Recht hast, das Bild wird konfisziert«, entschied der Anführer. In den nächsten Tagen wurden die Kopien der Fotografie in den Sektionen verteilt, damit jeder den Sebottendorf sofort erkenne und festhalte. Frau Eisner hat nie eine Beleidigungsklage erhoben. Landauer wurde bei der Einnahme Münchens festgenommen und als er auf dem Wege zur Polizei einen Fluchtversuch machte, erschossen. Nummer 13 des Beobachters vom 5. April 1919 sollte die letzte sein, welche bis zur Befreiung Münchens von der Räteherrschaft erschien. Nummer 14 vom 12. April 1919 konnte nicht mehr ausgegeben werden, da an diesem Tage ein Verbot des Beobachters erfolgte. Infolge dieses Verbotes gab Büchold am nächsten Samstage den Beobachter nur als Sportblatt heraus. Das Sportblatt war für die Rennen in Dagelfingen bestimmt. Durch die Herausgabe dieses Blattes wurde der Hofrat Schülein auf den Hanseaten Valentin Büchold aufmerksam und brachte es durch Beeinflussung von Büchholds Vater fertig, dass dieser nicht weiter studieren konnte. Der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund wurde in Deutschland durch folgendes Inserat bekannt gemacht: Nehmt Juden in Schutzhaft, dann herrscht Ruhe im Lande. Juden hetzen zum Spartakismus, Juden wiegeln das Volk auf, Juden drängeln sich überall an die Spitze, Juden verhindern, dass sich die Deutschen verständigen. Darum fort mit den jüdischen Machern und Unruhestiftern. Deutschland den Deutschen, das sei die Losung. Männer und Frauen deutschen Blutes, schließt euch zusammen im Deutschen Schutz- und Trutzbund. Über die erste öffentliche Versammlung des Schutz- und Trutzbundes berichtet der Völkische Beobachter Nummer 68 vom 6. Dezember 1919 aus der Bewegung. Vortrag Gottfried Feder. Am Montag, dem 1. Dezember 1919, veranstaltete der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund die erste öffentliche Versammlung. Im vollbesetzten Konzertsaale des Wagner Hotels München sprach Herr Diplom-Ingenieur Gottfried Feder über das Thema »Der Mammonismus, die Weltkrankheit und seine Bekämpfung durch Brechung der Zinsknechtschaft«. Mit einwandfreien zahlenmäßigen Berichten legte der Redner die furchtbare Verschuldung des deutschen Volkes dar, die den Anstoß zum sittlichen und sozialen Verfall unseres Gemeinschaftslebens gegeben hat. Eingehend zergliederte er den Stand des deutschen Volksvermögens, doch nicht allein nach seinen wirtschaftlich-kapitalistischen, sondern auch nach seinem völkischen Wert. Nicht bloß in willkürlich angenommenen Ziffern, in der Arbeitskraft, im Arbeitswillen, in den Arbeitsmöglichkeiten
findet das Nationalvermögen seinen Ausdruck. Es ist verfehlt, dem Gelde einen inneren Wert beizumessen. Geld ist keine Ware, sondern Anweisung auf geleistete Arbeit. Redner setzte sich mit der Freigeldbewegung auseinander, worüber wir noch eingehend berichten werden. Nach der Einschätzung des Geldes als Selbstwert beginnt das Verhängnis für die schaffende und schöpferische Menschheit. Der Leitzinsgedanke ist die Quelle des Mammonismus, der goldenen Internationale. Er schafft den mühelosen und endlosen Güterzufluss und überspannt den an sich gesunden Erwerbstrieb ins Maßlose und verrichtet furchtbare Zerstörungsarbeit. Die nackte Gier nach Zins, nicht nach Geld, ist das dämonische Streben nach der restlosen Ausbeutung der Arbeitskraft der Völker. Die politische Auswirkung führte zum Weltkrieg. Die ganze Welt wurde in ein Blutbad gesetzt, um das Werk, dem Deutschland im Wege stand, zu vollenden. Nun verbreitete sich Redner über das Zinsproblem. Die Darlehensfrage von Mensch zu Mensch wird durch das Zinsproblem nicht berührt. Auch mit Sparen hat der Leitzins nichts zu tun. Entscheidend ist die Tatsache, dass dem deutschen Volke Jahr um Jahr 15.000 Millionen, zumeist in Gestalt von Steuern, abgepresst wurden, damit der Staat dem Großleihkapital die Zinsen bezahlen kann. Die wertschaffende Arbeit muss erst wiederum die Werte aufbringen, alle Erzeugnisse müssen um so viel im Preise gesteigert werden, dafür sorgen die indirekten Steuern, als die Deckung jener Abgaben beträgt. Und so muss das gesamte Volk die ungeheuerliche Zinsenlast tragen. Wohl wird dem verblendeten Volk ein Bruchteil hingeworfen, der indes durch indirekte Steuern spurlos wieder hinweggenommen wird. Scharf und klar umriss der Redner die Begriffe Leih- und Industriekapital, stellte die wahrheitsgetreuen verblüffenden Größenordnungen auf und zog daraus die Folgerungen. Es hieße der Wucht dieser furchtbaren Tatsachen Abbruch tun, wollte man in diesen engen Rahmen den jeden kleinlichen Widerspruch auslöschenden Ausführungen Gottfried Feders Rechnung tragen. Ein minutenlanger Beifallssturm belohnte den Redner, der mit der Kraft wahrhaftiger Überzeugung und unerbittlicher Klarheit den erlösenden Ausblick schuf, nach dem unser Volk heute lechzt. Die Versammlung verlief ohne Zwischenfall und darf als ein Erfolg der völkischen Bewegung gebucht werden.